Wieder da, Leute. Wir reden mal mit Gabba. Habt ihr den Federkiel dabei? Den haben wir noch gar nicht gefunden. Wo ist der? Wir haben sogar schon die Beschwörerkreide. Ordensritter Zarim. Ich mag deine Rüstung. Die ist cool. Oh. Ja. Schluss mit den Späßen. Das Monument. Und der Typ, der uns nicht geholfen hat, als wir überfallen wurden von diesem komischen Typen. Namens der Böse. Ich nenne ihn der Böse, weil er böse ist. Er ist sowieso immer böse. Was hast du für mich, du komischer Typ? Du hast nur Erden und Feuer und Eiszauber. Finde ich nicht okay. No. Was hast du für mich? Nein, was denkt man sich wohl? Händler Drago Schwarz. Was hat der wohl für Zauber? Und du bist irgendwie ein komischer Typ, der einfach so mit schlichter Magierkampfstab. Einfach zwei Händer, 9 bis 13 Schaden. 4 bis 7, 6 bis 8, 3 bis 8. Zauberkugel. Orgbeil. Kein Fleischhauerbeil. Ohne für Trollarbeiter. Stufe 13. Arkarbeiter Stufe 11. Okay, nur dass wir es wissen. Wo es das gibt. Du schaust aus wie weiße Magie. Ja, naja, du bist Mentalmagie. Mann, du bist mental. Wieso bist du so mental? Der schaut noch. Mhm. Du schaust heilend aus. Du hast einfach von allem etwas, oder wie? Göttlicher Zorn. Das ist von nichts geklaut, Leute. Nein, 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 das kommt mir nicht so vor. Oh, wir müssen hier... Mist. Wir müssen nochmal umändern. Sie hat noch die ganze schöne Kleidung. Die müssen wir jetzt von deinem Leib... Nein, du hast keine Kleidung. Ah, die wird automatisch zurückgehauen. Das ist gut zu wissen, Leute. Ich bin auch nicht so viel spüde, spüre wieder nicht. so interessiert bin ich schon davon. Haufenweise, Leute. Könnt ihr mir glauben. Intelligenz. Du kriegst die coole Robe. Ich liebe die Robe. Charisma ist für einen Heiler immer gut. Nimm das Schild. Und einen Birkenstab. Du kannst eine Nagelkeule nehmen, aber... Den nimmst du auch. Ich hab keine Ahnung, was ein Heiler mit einer Nagelkeule anstellen kann. Sicher nichts Gutes, aber ja, was soll's. Ja, du kriegst die, weil die bringt Weisheit. Wow, du schaust cool aus. Nicht. Na. Ausdauer 2. Ausdauer ein bisschen überschattet nicht. Weisheit 2, Charisma 2. Und so ein Ring. So. Du bist jetzt schön gerüstet. Du bist nämlich sogar vom Ding her. Hast mehr Mana. Du bist ziemlich ausgeglichen vom Mana her und so. So, wo ist der schöne Zahnarzt? Der Zahnbrecher. War das nicht alles für die Quest? Ja, ich laber euch hier voll, aber ich muss das tun. Zu Seno zurück. Ja, bringt die Zahnbrecher. Das ist jetzt eine einfache Imba-Laufkräft. Eine Kräft. Also Leute, sprechen ist schwer, wenn man es nicht kann. Aber ich kann es. Hui. Ich finde es so immer, wenn auf einmal so eine Spinne sich denkt, so eine kleine Minispinne. Ich attackiere jetzt den da. Nein, den Seelenstein da. Oder wie heißt Ah, ihr seid es wieder. Wollt ihr mir jetzt endlich eure Zähne zeigen? Nein, danke. Schade. Habt ihr denn wenigstens mein Eigentum gefunden? Mhm. Sind dies die Zangen, die euch gestohlen wurden? Ja. Endlich kann ich wieder Zähne ausreißen. Ihr nehmt diesen Edelstein als Dank. Der bringt euch bei einem Händler sicher ein hübsches Sämmchen. Und wenn ihr einmal einen Eingriff nötig habt, kommt nur zu mir. Was überdenken wir? Okay, was haben wir für einen gekriegt? Ein Trollschädel. Nebelquarz, wieder mal. Okay, das ist jetzt nicht so toll, aber es ist ja nur Sachen, die wir in der Truhe gefunden haben, irgendwo im größten Kaff. Ja, so ist es. Sartarios, ich wette, du bist so... Sartarios, hört euch den Namen an? Sartarios, also... Das ist ja schon ein Zeichen, oder? Ich weiß nicht recht. Also Leute, ich weiß nicht recht.
Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Nach Fallronsheim. Könnten wir? Nein, wir können nicht durch. Also egal, wir gehen jetzt mal hier zurück zum Seelenfels. Da wäre, glaube ich, hier... Ah, was ist jetzt mit... Ich weiß nicht, verstehe. Bringt Kindzugsbeinlinge nach Graufurt. Wie? Die Geißel... muss ich nur befreien mal. Maske und so kann ich auch noch machen. Da muss ich sowieso wieder hin. Den haben wir doch schon da, oder? Seid gegrüßt, Freund. Ja, ich wollte das einfach nur hören. So, wir gehen zurück nach Schiel. So, wir bashen uns. Ich schneide das nicht raus, weil genießt den Anblick von Orks, Elfen und der da in der Mitte. Lustig. Nein, aber irgendwie voll unlogisch. Die Orks haben ja eigentlich irgendwie Feuer. Sie sind ja immer in feurigen Gebieten und die Elfen hätten eigentlich keine Chance mit ihrem Holz und so. Könnten alles niederbrennen. Aber trotzdem gewinnen sie. Don't check this. Was gibt es? Ich habe ein Heilmittel für den Lord Kommandant. Gibt es mir. Ich werde es ihm bringen. Hier, nehmt. Der bringt ihn nicht zufällig um. Gebt es mir. Ich werde es ihm geben. Ah, da liegt er ja. Du schaust aus wie der Typ, der Ultrane deine. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Er ist einmal weg. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Diese Schuld mögt ihr schon bald begleichen können, Herr. Was immer in meiner Macht steht, sprecht. Was kann ich für euch tun? Ich benötige eine Armee, um die Monumente zu erobern. Das soll euch nicht verwehrt bleiben. Ich werde euch einen Trupp meiner besten Männer zur Verfügung stellen. Die Männer treten draußen vor dem Lager an. Ihr könnt jederzeit über sie verfügen. Eine Warnung allerdings noch zuvor. Eine Postenkette spannt sich zwischen dem Monumentfeld und dem Hauptlager von Brannigans Nordarmee. Wenn die Posten die Hauptarmee alarmieren, seid ihr verloren. Unterbrecht ihre Kette, bevor die Nachricht weitergegeben wird. Umrundet das Monumentfeld und fallt von Süden her ein. Dann könnt ihr die Posten erschlagen, bevor sie die Warnung weitergeben. Nehmt den Weg, der zwischen den Steinen hindurchführt. Er wird euch direkt an die Postenkette heranbringen. Viel Glück! Das ist nett. Seid gegrüßt, Freund. Wer hat euch vergiftet? Ich weiß es nicht. Aber wer auch immer es war, er hätte mich besser gleich töten sollen. Nun wird kein Ort zu weit und kein Loch zu tief sein, um ihm als Versteck zu dienen. Habt ihr irgendwelche Hinweise? Nur eine einzige traurige Spur. Meine geliebte Frau wurde von ihm geraubt. Als das Gift zu wirken begann und ich das Bewusstsein verlor, muss er sie aus unserem Gemach entführt haben. Haltet Ausschau nach ihr. Ich hoffe, sie lebt noch. Wenngleich es die Hoffnung eines Toren ist. Doch wo immer sie auch sein mag, der Verräter wird nicht weit sein. Ja, das war doch eine aufschlussreiche Geschichte. Da ist unsere kleine Mini-Armee. Ihr habt so komische Gesichter. Wir haben Landsknechte und Speer. Landsknechte sind eh super. Superb. Na, war das jetzt. Wisst ihr noch was von uns? Seid gegrüßt, Freund. Nein. Ja. Und dir will ich aber was, weil Unsichtbarkeit, das habe ich dir verkauft. Menschenarbeiterstufe 5. Sarah 70 Silber verlangst du für die, bitte, Leute. Bitte. Ein Förster. Den kaufe ich mal jetzt, weil der Förster ist gut. Den brauchen wir unbedingt. Habe ich den nicht letztes Mal gekauft? Ich glaube, ich habe mich verkauft letztes Mal. Verkauft. Ich habe mich verkauft. Dummer Wortwitz. Eine Sägemühle. Keine Ahnung. Ich bin schon Stufe 8. Oh. So schlecht bin ich nicht. Gut, euch zu sehen, Freund.
Du willst nur gut euch zu sehen, Freund, sagen. Finde ich gut. Gut, aber hier machen wir einen Schnitt. Und ich sage, bis gleich, Leute. Ciao.